Hi, ja, schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um eine Übung, die konzentriert sich ja, insbesondere auf die schrägen Bauchmuskeln und den Musculus quadratus lumborum. Geht sozusagen um das, ja, ich nenne es einfach mal Oberkörperheben in der Seitlage. Und dieses Oberkörperheben in der Seitlage, das zeige ich noch in einer anderen Variation, dass man nicht nur den Oberkörper anhebt, sondern das gleichzeitig auch kombiniert mit dem Anheben des Unterkörpers. Ja, man kann theoretisch auch nur den Unterkörper anheben und den Oberkörper legen lassen. Aber dazu später mehr. Ja, gucken wir uns das Ganze erstmal an. Viel Spaß damit. Dann kommen wir zur Übung. Ja, legt ihr am besten noch was Weiches unter, wie ein Teppich oder eine Matte, weil die Belastung aufs Becken kann schon relativ deutlich sein. Das macht dann mitunter keinen Spaß, weil der Druck einfach zu groß ist, da tut es ein bisschen weh. Okay, wir gehen mal in die Ausgangsposition. Ja, ich lege mich jetzt hier auf die rechte Seite. Demzufolge ist mein rechter unterer Arm deutlich gestreckt im Ellenbogengelenk. Der Arm, der geht vom Oberkörper weg, leicht unterhalb der Schulterhöhe, also du brauchst nicht so da liegen, sondern leicht unterhalb der Schulterhöhe. Der restliche Körper liegt auf der rechten Seite jetzt in dem Moment. Und für die Ausgangsposition machen wir das so, dass die Schulter leicht angehoben ist. Ja, die Schulter ist leicht angehoben, Halswirbelsäulen, Kopfbereich relativ neutral. Und der Unterkörper ist für die erste Variante erstmal fest auf dem Boden. Und der Arm ist hier relativ passiv. Der stabilisiert nur, dass du dich im Gleichgewicht halten kannst. Und dann geht's los, dann hebst du den Oberkörper an. Ja, indem du die beispielsweise seitliche Bauchmuskulatur anspannst. Ja, dann geht's los. Ja, der Arm ist wirklich passiv, ja, da passiert nicht viel, der stabilisiert einfach nur und dann machst du hier eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen. Und du achtest halt auch immer darauf, dass du nur in die Ausgangsposition zurückgehst, also dass du immer noch die Schulter über den Boden hast, sodass du die ganze Zeit überall Spannung der Bauchmuskulatur hast. Dieses Oberkörperheben können wir auch kombinieren mit einem Unterkörperheben, also Ober- und Unterkörperheben zusammen. Ja, sieht dann so aus, Ausgangsposition ähnlich. Schulter angehoben, jetzt aber auch die Beine angehoben. Halswirbelsäule im Kopfbereich wieder neutral. Und dann beide Körperseiten einander annähern. Also so. Ja, probier auch wirklich hier den ganzen Bewegungsumfang auszunutzen. Probier jetzt nicht wieder abzulegen, sondern immer so ein bisschen Spannung zu halten. Und dann könnten wir natürlich auch noch nur den Unterkörper anheben. Und der Oberkörper ist dabei relativ fest. Sieht dann so aus. Ja, hier kannst du die Schulter dann ablegen, Unterkörper ist leicht angehoben, kannst dich mit dem oberen Arm stabilisieren, wenn du möchtest, und dann hebst du nur den Unterkörper. So sieht das Ganze aus, ziemlich coole Geschichte, wie ich finde. Kann man sich mal drauf konzentrieren, beispielsweise viel die schräge Bauchmuskulatur mal anzustrengen, die zu bearbeiten und die vielleicht auch kräftiger zu machen, wenn man das dann regelmäßig ins Training integriert. Okay, gucken wir uns mal an, welche Muskeln denn darüber hinaus noch beteiligt sind. So, und dann sehen wir hier erstmal die Muskeln, die beteiligt sind bei diesem Oberkörper oder Oberkörper und Unterkörperheben. Wir sehen, klar, den Musculus quadratus lumborum, den kennen wir schon aus dem Video zur Seitplanke. Der quadratus lumborum, der initiiert sozusagen auch die Seitneigung, die halt stattfindet, wenn wir den Oberkörper heben beispielsweise. Wird dabei unterstützt, maßgeblich, von den schrägen Bauchmuskeln. Ja, die schrägen Bauchmuskeln sind auch ganz, ganz wichtig für diese Seitneigung, werden aber noch unterstützt von anderen Muskeln, zum Beispiel von dem geraden Bauchmuskel. Genauso wie die Rückenstrecker, also die Erector Spinae, die unterstützen auch die Seitneigung. Dann sehen wir jetzt hier noch die Multifidii, die kennen wir natürlich auch schon aus den vorangegangenen Videos, beispielsweise zur Planke, zur Seitplanke. Die Multifidii, die sind ja sehr, sehr wirbelsäulennah und die spielen schon bei der Lateralflexion, also bei dieser Seitenneigung, eine Rolle. Allerdings, funktionell betrachtet, dienen sie wahrscheinlich eher der Wirbelsäulen- und Beckenstabilisierung. Ja, also wahrscheinlich bei der Übung spielen sie eher eine untergeordnete Rolle. Ja, das war die Übung. Ja, klar, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die schrägen Bauchmuskeln werden schon ziemlich stark beansprucht, genauso wie der Quadratus lumborum. Ein paar andere Muskeln waren auch noch dabei. Coole Übung, probier es einfach mal aus, falls du die noch gar nicht gemacht hast. Ja, insbesondere wenn man Unter- und Oberkörper zusammen anhebt, ist das schon eine gute Belastung. Falls du mal Lust hast, dass ich einfach mal eine Übung für dich durchleuchte, also ein Video mache zu einer Übung, die du gerne erklärt haben möchtest, was die Übungsausführungstechnik betrifft oder auch was die Muskeln, die bei der Übung beteiligt sind, betrifft, dann schreib einfach einen Kommentar und ich mache dann dazu ein Video. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Durch Anatomy Learning konnte ich die 3D-Modelle zu den anatomischen Abbildungen erstellen. Vielen Dank dafür!